Hallo, ich bin Bert und ich betreibe das Label Klangwirkstoff Records und wir beschäftigen uns mit Planetentönen und Molekülvertonung und haben unter anderem das THC-Molekül vertont. Das wurde von Hans Cousteau berechnet. Der hat uns die Zahlen gegeben und es ist einigermaßen kompliziert, ein Molekül zu vertonen, weil es nicht nur ein Ton ist, sondern in der Regel verschiedene Spektren hat. Das THC-Molekül hat 6 Spektren unter anderem, das heißt, es sind 6 verschiedene Töne und 6 verschiedene Geschwindigkeiten. Wenn wir sowas basteln, nennen wir das auch selbstkomponierte Musik, weil wir uns nur nach den Zahlen richten, die verschiedenen Geschwindigkeiten machen, die verschiedenen Frequenzen, das Abspielen und schon hat man eine bestimmte Melodie. Was wir hierbei versuchen, ist, das Molekül akustisch abzulichten und erhoffen uns dadurch, die gleiche Wirkung zu bekommen, als wenn man jetzt eine Tüte raucht oder so. Und das haben wir getestet. Damit haben wir angefangen, vor ja, fast schon 20 Jahren haben wir die erste THC-Vertonung gemacht. Das war mit Shrine Entertainment Laboratory. Das ist gleichzeitig die erste CD, die wir auf Klangwirkstoff vertont haben. Hier haben wir das Molekül sehr musikalisch eingesetzt und es ist automatisch Dub draus geworden. Ja, jetzt gibt es vielleicht ein Soundbeispiel dazu, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir noch mehrere gemacht, und zwar die Bell Sound of THC ist ein bisschen bekannter, die kam 2 Jahre vor der Labelgründung schon raus. Brain Entertainment Laboratory sind 4 Leute, das ist der Tom Wolke, Akasha Projekt, Ricky Dadkin, der leider nicht mehr unter uns weilt, und ich als E. Ashram. So, dann sind wir weitergegangen und haben noch eine Molekülvertonung gemacht, die wir genannt haben Music for Growing. Das ist eine Idee, die wir zusammen eines Abends hatten, wo wir uns gefragt haben, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn wir die Hanfpflanzen mit ihrem eigenen Molekül bescheiden. Da haben wir uns erhofft, dass ein paar Grower Experimente machen. Haben bis jetzt auch 2, 3, wir haben Feedback bekommen, das reicht aber noch nicht aus, um eine Aussage dafür
zu erhalten. Also wir suchen noch Grower, die das ausprobieren wollen. Bloß, es ist eben ziemlich problematisch. Um das genau beurteilen zu können, müsste man natürlich einen Raum haben, der nicht beschallt wird, und einen Raum, der beschallt wird, Minimum, um dann das zu vergleichen. So irgendwie. Also alle Grower sind hiermit aufgerufen. Hört euch die CD an. Könnt ihr überhaupt alles bei Bandcamp anhören und auch downloaden. Und man kann es in voller Länge, ohne zu zahlen, auch anhören. So, worum es heute ging, ist ein wenig der Vergleich des THC-Moleküls und des CBD-Moleküls. Da haben wir hier zum Beispiel eine Zeichnung. Hier sieht man die drei verschiedenen Moleküle und man sieht schon, dass sie sich sehr ähneln. Das ist einmal in Blau das THC-Molekül, in Rot das CBD-Molekül und in Gelb das CBN. Vergleichen wollen wir THC und CBD. Und man sieht, nur das G taucht im CBD auf, das ist im THC nicht. Der Rest ist eigentlich fast identisch. Das sind hier die einzelnen Frequenzen, die man sieht. Und die haben nur minimale Abweichungen. So irgendwie. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir hieraus die aktuellste CD, The Sound of CBD, dass wir hier das Molekül auch genau umgesetzt haben. Gearbeitet haben wir genau wie beim THC-Molekül. Da sieht man hier die Hauptspektren. Das ist eine quasi Spektralanalyse des CBDs. Und genauso sieht es mit dem THC aus. Und das haben wir jetzt exakt. Hier sieht man die Peaks. Das sind die Hauptspektren und man kann auch erkennen, in welcher Velocity sie ausschwingen. Also das haben wir auch versucht in dem Molekül natürlich umzusetzen, dass wir dieses Molekül, so wie es schwingt, exakt nachgebildet haben, akustisch so. Hm? Ja. Ich glaube, das war es eigentlich jetzt erstmal zum Thema THC. Molekülvertonung. Und nachlesen könnt ihr das alles. Wir haben natürlich eine Internetseite unter www.klangwirkstoff.de. Da kriegt ihr alle Infos plus auch Links. Diese ganzen Berechnungen, wie zum Beispiel die THC-Stimmung auch, das findet ihr alles auf einer Seite, die heißt planetware.de. Das wird bestimmt gleich unten eingeblendet. Da kann man alle Berechnungen, die Hans Cousteau gemacht hat, umsonst als PDF downloaden. Das sind quasi die Zahlen für die Musiker, die Lust haben, das auch mal umzusetzen. Ja, das war's von mir. Vielleicht noch ein Satz, dass alle Daten für die Synthesizer da drin sind. Also die Frequenzen, die Hallzeiten, die Loopzeiten. Okay, dann nochmal zur THC-Stimmung, was ihr auf planetware.de downloaden könnt. Hier sind die ganzen Zahlen und Berechnungen für die Musiker. Hier könnt ihr zum Beispiel erkennen, welches der Grundton ist, den ihr spielen müsst, wie ihr das Master-Tuning eures Synthesizers verstimmen bzw. stimmen müsst, um an diese genaue Frequenz zu kommen. Und gleichzeitig muss man noch beachten, dass das Ganze in einer bestimmten BPM, also Beats per Minute, in einer gewissen Geschwindigkeit abgespielt wird. Und so einfach ist es und dann hat man auch schon einen gewissen Ton. Wenn man dann noch ans Eingemachte geht, dann sieht man hier auch noch die ganzen Einstellungen der Parameter für Echo und Hall und für Komprimierung und so weiter und so fort. Also so, dass wirklich alles kosmisch gestimmt ist. Voilà. Thank you.
Thank you.